Hi Leute, ich habe letztens einen Kommentar bekommen, den ich tatsächlich mal relativ intelligent fand, von jemandem, der Veganismus zwar als Unsinn bezeichnet, aber der erste Teil des Kommentars, den diese Person gepostet hat, fand ich ganz sinnvoll. Diese Person schreibt, dass Veganismus nur in Ländern möglich ist, in denen Menschen sich keine Sorgen um das tägliche Überleben machen müssen. Purer Luxus. Wo waren die Veganer eigentlich früher, als es solch einen Unsinn noch nicht gab? Oder da gab es so einen Unsinn noch nicht, ne? Zunächst einmal müssen wir hier etwas richtigstellen. Der Begriff Vegan, der Begriff Veganismus ist tatsächlich ein relativ neuer. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden von Donald Watson. Die ganze Geschichte könnt ihr im Internet finden, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich werde euch das auch nochmal verlinken. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Idee, sich vegan zu ernähren, alle tierischen Produkte aus der Ernährung zu verbannen, nicht älter ist als das. Ja, es stimmt, es gab nie eine Population, die sich rein vegan ernährt hat, meines Wissens nach zumindest nicht. Dieser Gedanke aber, den gibt es in zahlreichen Religionen, den gibt es in zahlreichen Fastentraditionen, auf alles Tierische zu verzichten. Von daher ist Veganismus, wenn man das so betrachtet, nicht so ein neues Hippie-Ding oder so. So wird es in den letzten Jahren schon irgendwie dargestellt. So ist es dieses junge, hippe, bla, und dem ist halt nicht so. Es ist im Prinzip ein relativ alter Gedanke. Und der Teil, dass Veganismus nur in Ländern möglich ist, in denen sich Leute nicht um ihr tägliches Überleben scheren müssen, dem stimme ich zu. Das ist vollkommen richtig. Ich bin auch der Überzeugung, dass Leute in einem Land wie Burundi oder Tansania oder so Besseres zu tun haben, als sich darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt richtig ist, dieses Schwein zu töten, wenn sie verhungern würden, wenn sie dieses Schwein nicht töten würden. Das ist ein ethischer Konflikt, der für uns bestehen mag, der aber für sehr viele Leute einfach, für Milliarden Menschen auf dieser Welt praktischerweise nicht besteht, weil sie am Verhungern sind. Das stimmt schon. Allerdings muss man sich vor Augen führen, in welch einem Land wir gerade leben. In welch einem Land lebt diese Person, die diesen Kommentar schreibt. Diese Person hat offensichtlich Zugang zum Internet, damit auch einen Computer oder zumindest Zugang zu einem Computer, beziehungsweise das Geld dazu, sich einen Computer zu kaufen oder irgendwie Zugang zu einem Computer zu bekommen. Wenn man sich also diese ganzen Sachen überlegt, ist die Person, die diesen Kommentar geschrieben hat, höchstwahrscheinlich jemand, der in Deutschland lebt. Und in was für einer Gesellschaft leben wir in Deutschland? Wir leben in Deutschland des 21. Jahrhunderts. Wir leben nicht in Deutschland des 15. Jahrhunderts. Es gab hier mindestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs keine Hungersnot mehr. Und Deutschland ist ein Land, in dem wir sehr, sehr ökonomisch fortschrittlich sind. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt. Wir haben Schulen und wir haben Straßen und wir haben sogar Autobahnen, wir haben Flugzeuge, wir haben Züge, die mit 300 km/h durch die Welt fahren. Wir haben eine Regierung, die eigentlich relativ gut funktioniert, wenn man sich andere Regierungen anguckt, zum Beispiel Nordkorea oder so. Wir können im Supermarkt alles kaufen, was wir wollen. Und die Frage ist, warum entscheidest du dich in so einer Situation dazu, mehr Leid zu erzeugen, als sein muss? Das ist doch die Frage. Die Frage ist, warum wir das tun, obwohl wir in einem Land wie Deutschland de facto die Möglichkeit haben, uns anders zu entscheiden. In dem Sinne ist das immer situationsabhängig. Ja, wenn wir jetzt hier auf einmal, wenn jetzt hier auf einmal Krieg ausbrechen würde oder so, keine Ahnung was, Donald Trump verwechselt Deutschland mit Nordkorea und wirft hier eine Atombombe drauf. Ja, dann hätten wir wahrscheinlich Besseres zu tun, als irgendwelche Diskurse darüber zu führen, ob Veganismus jetzt eine Moralphilosophie ist, die man beachten sollte. Aber das ist nicht die Situation, in der wir leben. Die Situation, in der wir leben, ist, dass wir ein fortschrittliches Land sind, in dem wir Zeit genug haben, um uns über moralische, ethische Themen zu unterhalten. Im Übrigen finde ich dieses Argument immer ziemlich schwach, weil man das auf jedes x-beliebige Thema übertragen kann. Atomkraft? Manche Leute haben keinen Strom. Frauenemanzipation? In manchen Ländern dürfen Frauen nicht mal Auto fahren. Schwulenrechte? Wieso fangen wir nicht beim IS an, der Schwule von Gebäuden wirft? Dementsprechend, man kann jeden sozialen, moralischen Fortschritt der letzten 100 Jahre in der westlichen Welt kann man im Prinzip damit entkräftigen oder damit für nicht beachtenswert halten, weil es ja in allen anderen Ländern ganz schlimm aussieht und das deshalb purer Luxus ist. Heißt das jetzt, dass Luxus in dem Sinne schlecht ist? Ich würde es eigentlich jedem Land wünschen, dass die Basics dort geregelt werden, dass die Leute zu essen hätten, dass die Kinder nicht an AIDS sterben, dass es ein Gesundheitssystem gibt, dass die Kinder zur Schule gehen können, sodass man sich über solche Fragen Gedanken machen muss. Denn das ist für mich das, was Menschsein irgendwo ausmacht.
dass man die Fähigkeit hat, über seine Situation nachzudenken und die Fähigkeit hat, kritisch zu diskutieren. Und die wird Leuten, Milliarden von Menschen auf unserer Welt vorenthalten. Und dementsprechend, ja, ich möchte, dass jede Person diesen Luxus genießt. Ich wüsste jetzt auch nicht, was daran falsch ist. Und in dem Sinne, wenn man Veganismus so als Luxus definiert, okay, aber es ist in Deutschland kein Luxus. Garantiert nicht. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne hier abonnieren oder weitere Videos von mir gucken. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann.